Moin Leute, ich bin's, Tim, und heute reden wir über den neuen Modus Odyssey. Im Hintergrund zu sehen sind schon mal einige Stream-Ausschnitte vom gestrigen Abend. Wir haben da schon mal die ersten vier Schwierigkeitsgrade durchgespielt. Und ich bin jetzt hier, um euch so meine Meinung zu dem Ganzen zu sagen und um ein paar Taktiken durchzugehen und eventuell gute Augments. Aufgrund dessen würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber wir starten erstmal direkt in Beschwerden rein. Denn sollte jemand schon mal gestern versucht haben, den Modus zu spielen, der wird direkt wissen, EUB, ja gut, hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Denn, Leute, der Modus hat zwar funktioniert, die Skins selbstverständlich auch, weil Geld ist Geld. Und der Modus hat zwar funktioniert, aber die Augments nicht. Falls jemand das Ganze noch nicht gespielt hat und ist hier, um sich etwas zu informieren, was den Modus angeht, die Augments, da kann ich jetzt erstmal drauf gehen, funktioniert ja jetzt mittlerweile. Die Augments sind sowas wie Fähigkeitsbuffs oder Statbuffs, neue Fähigkeiten, also beziehungsweise veränderte Fähigkeiten und so weiter. Ist wirklich notwendig, um die höheren Runden von Odyssey erfolgreich zu schaffen. Das Problem aber am gestrigen Tag, am Release-Tag, was der 12.9. war, sie haben nicht funktioniert. Die ersten 8 Stunden nach Release, die ersten 8 oder 9 Stunden, ich hatte gestern auch, ich glaube, 7 Stunden oder sowas gestreamt, und die ersten 8, 9 Stunden, die ersten 7, 8 Stunden haben einfach keine Augments funktioniert. Nee, man ist auf den Augment-Tab gegangen hier und er hat einfach nur geladen. Das war's. Der komplette Server war nicht komplett down, aber war wirklich laggy as fuck. Wie gesagt, man konnte Odyssey spielen, wenn man dann irgendwann mal auf Play drücken konnte, denn das Ganze hatte so Verzögerung, ihr habt auf Play gedrückt und 2 Minuten später seid ihr dann auch in die Auswahl gekommen für den Spielmodus. Sollte man es dann endlich geschafft haben, Odyssey spielen zu können und hat dann das Intro mehr oder weniger erfolgreich absolviert, kommt man aus der Mission und denkt sich, wo sind meine Rewards? Man bekommt ja hier wieder neue Mission. Ja, das Ganze hat nicht funktioniert. Man hat nochmal 5 bis 10 Minuten warten müssen nach einer Mission, bis die Rewards endlich vor Ort waren. Beziehungsweise bis man zum Beispiel endlich 9 Augments freigeschalten hat, beispielsweise, welche man eh nicht benutzen konnte. So, das auf jeden Fall zum Start von Odyssey. War sehr gut, im Hintergrund nochmal zu sehen, wie das Ganze nicht funktioniert hat. Im späteren Verlauf hat man dann zwar die Augment-Seite laden können, aber sobald man ins Spiel gekommen ist, waren die Augments einfach nicht drin. Nice. So. Das dazu. Kommen wir mal zum Modus an sich. So, das Ganze ist ja so eine selbe Art wie das ganze Star Guardian Event, was wir ja schon mal vor, letztes Jahr oder irgendwie so um den Dreh hatten. Nur eben mit der Edition von den Augments. Und an sich, ich habe den Star Guardian Modus. Ja, die erste Runde war noch okay, aber es wurde einfach sehr langweilig. Jetzt mit den Augments ist das natürlich nochmal was anderes, denn man kann hier sehr viel testen und sehr viel verschiedene Strategien ausprobieren. Ich kann schon mit dem Vorfeld sagen, wer jetzt noch keinen 4. Augment-Slot hat oder 5. oder den 6. Ich habe selber nur 4 Slots momentan. Der erste ist sowieso fix. Den kann ich schon mal beruhigen. Die ersten 3 Missionen oder die ersten 3 Schwierigkeitsgrade sind relativ easy. Also da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Erst ungefähr ab Captain oder Onslaught, die 4. oder 5. Schwierigkeit, wird das Ganze wirklich nötig. Ansonsten kann man das Ganze auf jeden Fall vergessen. So, und kommen wir jetzt mal zu den Taktiken. Wie gesagt, die ersten 3 Level sind noch easy und das 4. und das 5. kommen wir da erstmal zu den Taktiken. Wir fangen an direkt mit Maulfight. Maulfight kann man im Spiel haben, kann ziemlich useful sein, vor allem was CC anbelangt, denn das Augment Relentless ist wirklich useful as fuck. Ihr kennt ja Maulfight Ulti, er ultet einfach nur auf eine Stelle, knockt da alles ab. Aber mit dem Augment, sobald Maulfight ultet, fliegt er so lange und reißt alles mit auf seinem Weg, bis er irgendwo gegen Terrain crasht. Der CC ist wirklich nice. Ihr könnt euer komplettes Team damit saven. Wenn ihr irgendwo in der Ecke steht, ihr habt Gegner komplett um euch rum, Maulfight kann einfach hingehen, schnappt sich alle Gegner, crasht irgendwo gegen eine Wand, dasht wieder zurück, dann habt ihr erstmal Zeit, ihr könnt ein bisschen AOE-Damage machen und so weiter. Wirklich ein sehr usefules Augment. Auf jeden Fall zu empfehlen. So,
um das Video etwas kürzer zu gestalten, gehen wir jetzt bei jedem Champion mal so zwei Augments durch. Und als zweites sehr gutes Augment, würde ich auf jeden Fall sagen, ist Intimidating. Das Ganze beinhaltet einen Taunt und schreddet nochmal Armor Magic Resist, was aber Nebensache ist. Aber der Taunt ist wirklich sehr useful, vor allem weil es ein AoE-Taunt ist. Wenn ihr seht, euer Jinx, euer ADC, APC, whatever, euer Healer hat momentan Probleme. Ihr dasht zu ihm hin, ihr ultet zu ihm hin, whatever. Ihr benutzt E, ihr schmettert kurz eure fette Faust auf den Boden. Ihr habt alles getauntet. Euer ADC, APC, Heal, whatever, ist safe. Das schon mal hier zu den zwei, meiner Meinung nach, momentan besten Augments zu Maulfight. Kommen wir nun zu Jinx. Bei Jinx, was sich für mich direkt rauskristallisiert, ja, da gibt es mehr oder weniger, später hat man natürlich noch mehr Augment-Slots, aber momentan die beste Kombi, oder was heißt die beste Kombi, eine sehr gute Kombi, ist Barrage mit, wo war's? Das nicht. Ah, hier. Nein, die beste Kombi ist Ancy mit Eager. Denn, ihr kennt ja alle die Jinx Passive. Ihr bekommt einen Kill, ihr bekommt mehr Movement Speed dadurch, oder jemand hat einen Kill, ihr bekommt einen Assist, oder ihr bekommt den Kill, und aufgrund dessen bekommt ihr dann durch eure Passive Movement Speed, Attack Speed und so weiter. Dieses Augment sorgt dafür, dass wenn ihr die Ultimate castet, ihr excited wird, also die Passive geprockt wird und ihr somit Movement Speed bekommt. Das an sich ist schon sehr useful. Stellt euch einfach vor, ihr habt ein paar Gegner um euch rum und ihr kommt so nicht weg. Ihr haut einfach kurz die Ulti raus und habt dann nochmal einen riesen Movement Speed Boost und könnt dann einfach wegrennen. Das aber in Kombination mit NC ist nochmal wirklich Utility Plus. Denn wenn Jinx excited ist, dann kann sie ihren Flash bzw. dieser Warp Summoner Spell so oft benutzen, wie sie möchte. Das heißt, jemand castet der Ultimate, ihr habt Movement Speed as fuck und ihr könnt konstant TPen, bis die Passive ausläuft. Und das ist wirklich Utility vom Feinsten. Ein weiteres Augment, wir gehen jetzt einfach mal kurz drei durch hier. Ein weiteres gutes Augment ist Whalebones. Hierbei habt ihr auf dem Raketenwerfer keine Mana-Kosten, mehr Range und mehr AoE-Damage. Ist auch wirklich sehr useful zum Kiten. Kommen wir nun zu Sona. Sona gibt es natürlich auch mehrere Varianten, wie man sie spielen kann. Aber man sollte sie auf jeden Fall auf das Full E-Grill-Build gehen und einfach nur auf Full Support. Hierbei habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe nur 4 Augment-Slots oder beziehungsweise ich kann nur 3 Augments auswählen momentan. Aber was ich auf jeden Fall dabei habe, ist Oasis. Das Ganze sorgt dafür, dass eure W am Pulsieren ist und ihr konstant Teammates heilt. Ist wirklich sehr useful. Und als zweiten sehr wichtigen oder für mich sehr wichtigen E-Grill-Sona oder sehr wichtiges E-Grill-Sona-Augment wäre dann Clutch. Clutch macht einfach mehr Schild mit der B und umso lower die Gegner sind, umso mehr Schild gibt es dann. Also wirklich, wie gesagt, volles Eagle-Build. Momentan habe ich noch Flurry drin. Das Ganze blockt einfach kommende Projektile, fungiert wie eine Yasuo Windball. Ja, ist auch ganz, ganz useful, dabei etwas am Testen. Zu Yasuo an sich, ja, der Inter schlechthin, auch wie ich es bis jetzt gesehen habe, auch in Odyssey. Aber wo Yasuo wirklich sehr useful ist, ist eine Art CC-Build. Zum Beispiel, wir haben hier Growing. Das Ganze sorgt dafür, dass der Tornado, also die dritte Q von Yasuo, über Zeit größer wird, was auch wieder heißt mehr CC. Dann hätten wir Tempest. Yasuo ist unstoppbar und nicht tötbar, mehr oder weniger. Während der Ulti und sobald er rauskommt, wird für jedes Ziel, das er getroffen hat, oder für zwei Ziele, die er getroffen hat, kommt nochmal ein extra Tornado. Das heißt, ihr springt in 5-6 Leute rein und ihr schießt einfach, wenn ihr aus der Ulti rauskommt, 8 Tornados plus minus um euch rum. Was mal für sehr viel CC sorgt und für sehr viel Survivability, würde ich sagen. Und als allerletztes natürlich Ziggs. Bin ich jetzt momentan kein großer Fan von. Was aber auf jeden Fall sehr gut ist, was sich für mich direkt rauskristallisiert hat, ist Overkill. Während Overkill ist Ziggs in der Lage, 5 Sekunden lang die Ulti so oft zu casten, wie er möchte. Während diese 5 Sekunden laufen, ist er an einer Stelle gelockt. Das heißt, er kann sich nicht bewegen. Was sich an sich scheiße anhört. Aber ihr seid nicht nur in der Lage, riesen Damage auszuteilen, sondern
Ihr habt auch 80% Damage Reduction für euch selbst, während ihr die Ulti castet. Was sehr gut ist. Das Ganze sorgt nicht nur dafür, dass ihr immensen Damage rausdrücken könnt, sondern ihr seid auch noch in der Lage, ja, Skillshots einfach zu tanken. Weil 80% Damage Reduction. Das Ganze ist dann nicht nur verwendbar für den Damage, sondern wenn ihr jetzt in der Situation seid, ja, ihr habt jetzt 2 Sekunden Cooldown oder ihr habt noch kurz Cooldown auf eurem Dash, ja, aktiviert ihr einfach die Ulti, könnt kurz ein paar Dinger wegtanken, bis ihr den Dash wieder abhabt und gut ist. Also von dem her ziemlich useful das Ganze. Und ansonsten, was ich noch empfehlen kann, ist eigentlich AOE. Six ist auf jeden Fall da für den Wave Clear, für den AOE. Und da kann man sich, da gibt's genug Augments. Es gibt einen Augment, da ist Six in der Lage, 3 Qs mit der, oder 3 Qs zu schießen auf einmal. Oder es gibt ein Augment, wenn Six die Q wirft, bei jedem Mal, wo die Bombe auf dem Boden abprallt, bleibt nur mal eine Mini-Bombe liegen und so weiter. Da kann man auf jeden Fall nochmal etwas auf AOE gehen. Das zu den ganzen Augments. Kommen wir nun mal zu Taktiken, was man so verwenden kann in der im Schwierigkeitsgrad Captain und Onslaught. Was auf jeden Fall sehr useful ist, wie gesagt, ist ein CC Yasuo Build, ein Taunt CC Malphite oder eben Sona. So 2 Sonas für den Sustain ist sehr useful. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich useful. Ich hatte vorhin Runden, ich habe vorhin Onslaught probiert auf Onstream und mit 2 Sonas ging das Ganze wesentlich einfacher auf dem Full Eagle Build. Ich hatte Träne gebaut und danach den Gral. Natürlich noch ein Redemption. Ja, Mikaels würde auch funktionieren für die Skana Ulti selbstverständlich. Oder natürlich Arden Sensor, das ist selbstverständlich. Und ja, was soll ich sagen? 2 Sonas ist besser wie eine. Wenn ihr es so nicht hinbekommt, versucht einfach mal mit mehr Sonas. Von daher. Und ansonsten, falls ihr das Ganze nicht hinbekommt, ich werde später nochmal streamen mit ein paar Kollegen und wir hätten noch ein, zwei Plätze frei. Das heißt, wenn irgendjemand noch ein Team sucht, kommt im Stream vorbei und schreibt einfach mal in den Chat. Ich kann euch ja safe einladen. Also von daher, man sieht sich später im Stream, Leute. Und bis dahin, haut da rein.